Hallo Leute und willkommen zurück zu ZIF 6 mit Vietnam. So. Wir machen einfach mal weiter. Eureka. So, wir haben eine Wassermühle errichtet und haben jetzt den Bonus bekommen für Bauwesen. Toll. So. Anziehungskraft. Ist natürlich alles noch nicht so berauschend. Aber wenn wir Wälder pflanzen. Anziehungskraft minus 1. Ja gut, minus 1 ist klar. Wegen dem Regenwald. Wenn wir den wegnehmen, dann sind wir hier bei 0. Wenn wir dann hier den Wald pflanzen, sind wir bei 1. Und wenn wir das Schutzgebiet platzieren, sind wir bei 2. Und dann sind wir bei 2, sind wir bei Bezaubern und bekommen dann hier einen entsprechenden Bonus. Und genauso ist das überall, wo keiner negativen, also keine Mali angrenzend sind. So, wir machen also weiter. Ja, zwei Aktionen haben wir noch. Dann verschwindet einmal der Regenwald hier und der Regenwald dort wird auch noch verschwinden. Ja. Ja, einmal heilen. Beziehungsweise reparieren. Wassermühle fertig. Handelszentrum. Könnten wir machen. Plus 5. Jawohl. Ah, schön unser Dreieck, ja. Inklusive Fluss. Und das Sanaa bekommt dann 2 Kultur. Das Sanaa bekommt 2 Kultur für jedes für jeden angrenzenden Spezialbezirk. So. Können einen zusätzlichen Handelsweg erstellen. Wir haben Handelswege von Tra nach Hoi An und von Tang Long nach Hoi An. Hoi An selbst sollte auch mal einen Handelsweg starten, denke ich. So, ein Händler würde kosten 255. Das heißt, 2 Runden. Da muss man jetzt sogar noch genau ausrechnen. 255. Plus 80. 250. Wow. Aber ganz genau muss man es ausrechnen. 3,6. Ja, in 2 Runden könnten wir hier den Händler kaufen. Oder wir kommen noch an Geld. Über den Johann. Dann gibt's. Okay. Das machen wir natürlich nicht. Na gut. 2 Runden. Und nicht vergessen. So.
Dann Handelszentrum. Ach, da ist kein Wald. Okay. Wir können dann natürlich auch hier erstmal Monument und Kornspeicher. Ja, machen wir es einfach mal. So. Ist ja kein Weltuntergang. So, einmal austeilen. Nächste Runde dann den Händler kaufen. Und können dann ruhig mal auf Automatisierung setzen. Oh. Was steht der jetzt denn? Na gut, aber dafür müssen wir uns mit ihm nicht mehr befassen. So, jetzt mal ein bisschen geschickter vorgehen. Nicht so wie bei der letzten Folge. Die Stadt hier ist schon bei 8 Bewohnern. Also im... Ja, hier bezüglich Annehmlichkeiten und Wohnraum. Die Frage ist halt, wir können dieses Feld entweder Tanglong zuordnen. Oder Ta. Und je nachdem, welche Stadt wir das Feld zugeordnet haben, wird halt der Abholzungsertrag zugewiesen. Ja, gut, ich habe da. Habe ich da eine Präferenz? Ich kann mich nicht entscheiden. Na gut. Dann da unten kriegen wir halt das Handelszentrum. Machen wir es so. So. Wenn ich meine Studie neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. So, das Diplomatenviertel. Kein geeigneter Standort für diesen Bezirk. Ja, weil wir halt Vietnam sind. Ah, okay, da steht zwar Bezirk, aber es ist ein Spezialbezirk, deswegen brauchen wir hier Bevölkerung. Okay. Forschung. Bauwesen, damit wir Sägewerke errichten können. Okay. Hier oben kann übrigens keiner eine Stadt errichten. Wegen Loyalität. Da müssen wir jetzt keine Sorgen haben, dass uns da einer zuvorkommt. Also wir sollten hier genug Loyalitätsdruck ausüben, damit da eine Einsatzstadt von einem Gegner keine Chance hat. So, und da ist der letzte Wald. So. Wenn wir jetzt da reingehen, könnten wir nicht mehr angreifen. Ein Feld zurück. Hier, 1, 2, 3. Jawohl, nächste Runde. Händler vergessen. So.
Und nochmal. Beförderung verfügbar. Sehr gut. So, der Händler. Nach Tanglong, da kriegen wir eine Nahrung, 3 Produktion. Was mir da halt nicht gefällt, nur eine Nahrung. Ja, okay, aber wir möchten, dass die Stadt auch gepusht wird. So. Die 3 war, um zu zeigen, wenn wir dort die Stadt gründen, können wir hier noch Spezialbezirke für diese Stadt erstellen. Weil da oben wird es ja dann sehr eng. Gerade auch, weil Tra sich hier auch breit machen wird. So, Beförderung. Da kann ich jetzt noch ein bisschen bewegen. Okay. Sieben Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Zurück und wieder heilen. Kann man machen, ja. So. Einmal 29 Produktion und 29 Nahrung für Tra. So, und danach möchten wir dann direkt den Mittelaltermärkte angehen und brauchen 4 Handelswege. Die Eingebung. Also noch einen Handelsweg. Tja, wir bekommen diese Eingebung nicht. Vielleicht hier, dann hier schnell noch den Markt bauen, damit wir den Handelsweg kriegen, den 4. Dem Handwerker hier was wegholzen, um das schneller zu machen. Oh. Hier in 3 Runden. Das geht schneller. Okay. Ist natürlich die Frage jetzt mit dem Handwerker hier runter oder was wegholst du noch für den Markt gleich? Da haben wir halt nochmal Gips. Und hier können Plantagen errichtet werden. Dann gehen wir ruhig mit dem Handwerker da runter. Mental hier auch. Ah, Tanaha. Da schon plus 4 Kultur. Könnte man hier noch einen Campusbezirk bauen?
dann würde dieses Sanaa schon 6 Kultur kriegen. Bauen wir jetzt dieses Sanaa dort. Können da auch noch von Da Nang ausbauen. Handelszentrum hier, Campus dort, das würde gehen. Jawohl. Es wäre super, wenn wir einen militärischen Stadtstaat finden würden. Der gibt da einen Produktionsboni für Lager und Lagergebäude. So. Wir haben die Bibliothek abgeschlossen. Brauchen noch 8 Runden, um dann einen Hafen bauen zu können. Und hier das Tanha könnten wir sofort bauen. Aber nein, uns fehlen 10 Gold. Wir können Handwerker hier bauen. Naja. Aber Liang ist dort. Eine dritte Galeere. Ein Siedler. Und den da hochziehen. Ja. Wir werden dann hier die Stadt erstellen. In 10 Runden ist der Siedler fertig. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier vorankommen. Und ein Bogenschütze geht schon mal. Dahin. So. Der kann dann auch hier mithelfen, die Schiffe zu beschießen. Ausseilen. Wir haben noch 2 Erwägungspunkte. Nichts zu sehen von den Barbaren. Hier auch wieder unser Dreieck. Marktplatz und Hafen. Und Stadt. Und mit einem Fluss. Okay. Eine Runde warten. Es wurde gebaut. Tempel der Artemis. Okay. Können die noch schießen? Was heißt schießen? Die machen einen Nahkampfangriff. Okay. Jawohl. Wir haben einen Markt, ein Handelszentrum, einen Nachbarschaftsbonus in Höhe von 4 Gold oder mehr fertiggestellt. 3 Zeitalterpunkte. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Das Sägewerk kann jetzt gebaut werden. So, von Tra nach Hoyan. 3 Nahrung, 2 Produktion oder nach Tanglong, da würden wir halt eine Nahrung für Produktion kriegen. Wir werden den Handelsweg nach Hoyan wiederholen. So. Hier hat man übrigens gesehen, wir hatten kein Bewohnerwachstum mehr. Und jetzt durch den Handelsweg bekommen wir in 11 Runden wieder Verstärkung.
So, die Galeere ist repariert. Der Stadt dort erreichen wir dieses Feld nicht, aber das ist auch okay. So. Angriff. Und wir haben noch kein Aquädukt. Deswegen, ja. Salpeter zu sehen wäre natürlich schick. Die strategische Ressource dann fürs Midgame. Wir können dann in unseren Tanhas können wir mehr Waffenkammern erstellen und würden dann 3 Produktion kriegen. Ebal Barkal. Wüste mit Hügel. Ah, das hat bestimmt auch schon einer gebaut. Hier wäre halt Wüste mit Hügel. Vor allem würden wir dann Eisen kriegen. Glauben. Ja. Wahrscheinlich ist das jetzt nur für die eine Stadt. Ja. Oh. Portugal. Das ist aber gewagt. Plus 9,1 Loyalität. Ja, okay. Dann macht's. Ja, dann haben wir ja doch. Ist ganz gut, dass wir jetzt den Citra bauen, denke ich. Ja, gut, das ist schon weit weg. Naja, gut. Also, die Stadt werden wir ja jetzt nicht durch Loyalitätsdruck bekehrt kriegen. Also, wir sehen, dass, was Bevölkerung anbelangt, ist hier Visoy im Nachteil, aber durch den Gouverneur holen die halt einiges raus. So, Forschung. Also wenn wir Eisenverarbeitung erforschen, dann werden wir es nicht wegen dem Weltwunder machen. Kulturbonus für große Mauermodernisierung für Nachbarschaft. Wenn ihr als Katharina von Medici spielt, erhaltet ihr einen kostenlosen Spion. Also, das ist alles irrelevant. Man kann halt bessere Stadtmauern bauen, mittelalterliche Mauern. Das ist eine Produktion durch Minenmodernisierung. Okay. Das nehmen wir. Und in Tanglong haben wir das Handelszentrum abgeschlossen. Der Markt, der gibt 4 Gold. Padana. 2 Gesandte beim Bau eines Wunders anschließend. Dem Apadana in dieser Stadt. Ja, wir werden hier, glaube ich, nicht so viele Wunder bauen. Aber doch viel zu lange. Mausoleum von Halikarnassos. Plus 1 Wissenschaft, plus 1 Glauben und plus 1 Kultur auf allen Küstengeländefeldern für diese Stadt. Große Ingenieure haben eine zusätzliche Ladung. Ah, Großingenieure haben eine zusätzliche Ladung. Das ist super. Muss angrenzend an einen Hafenbezirk gebaut werden. Das könnten wir wirklich mal versuchen. Was generieren die Gegner denn hier so für Ingenieurspunkte bisher? Gar nichts. Einer generiert einen Punkt. Ah, also wir werden hier bald loslegen, auch mit Ingenieurspunkten. Wir
können es ja mal versuchen. Ah, Schutzgebiet. Aber wenn wir das Wunder schaffen, für den Fall, dass wir es schaffen, freuen wir uns darüber. Auch wenn wir dann hier von dem Schutzgebiet nicht profitieren. Okay. Weil wenn man ja dann hier solche Ingenieure hat und die kann man dann einmal mehr einsetzen, das ist super. Ja, und wir haben ja extra hier auf die Religion verzichtet, um andere Spezialbezirke vermehrt zu bauen und da möchten wir richtig dann im Late Game richtig Gas geben und viele große Persönlichkeiten rekrutieren. Ja, mal schauen. Vielleicht freuen wir uns dann später darüber. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.